Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command zur Tutorial-Serie darüber, wie sich diese Kampfwerte bestimmen. Heute haben wir dann die Prozentzahlen sozusagen, nämlich Bereitschaft und Moral. Die hat eigentlich jede Einheit, wie wir hier sehen. Und jetzt am Anfang der Folge erst nochmal wieder die Hinweise. Das gilt prinzipiell alles für Strategy Command Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg. Und ich werde in diesem Tutorial nur auf die großen Regeln eingehen. Dann sagen wir mal, jede Regel hat nochmal eine ganze Menge kleinerer Regeln. Und die alle zu erwähnen, würde den Rahmen dieses Videos bei weitem sprengen. Was hier also erklärt wird, sind sozusagen vor allem als Faustregeln zu verstehen. Ja, Bereitschaft und Moral, jede Einheit hat sie, aber wie genau wird das jetzt eigentlich generiert? Schauen wir hier schon mal rein, beziehungsweise es ist eine Elite-Einheit, schauen wir hier mal eben rein. Jede Einheit hat eine Stärke, einen Versorgungswert, Bereitschaft und Moral. Für die Berechnung fangen wir im Prinzip gleich bei der Moral an. Und am Ende dieser Folge schauen wir uns an, wie daraus die Kampfbereitschaft oder auch nur die Bereitschaft wird. Und dazu jetzt ein kleiner Blick auf die Tabelle, welche Werte da so alles reinfließen können. So, wie wir hier in der Tabelle sehen, wir sind in Folge 2 der Kampfberechnung, Moral und Kampfbereitschaft. Und hier sind eben nochmal die Werte, Berechnung der Moral, Versorgung, nationale Moral, Forschung und so weiter und so fort. Darum werden wir uns jetzt kümmern und es fängt dann erstmal an mit der Berechnung der Moral. Moral wird grundsätzlich immer zu Beginn einer Runde neu berechnet. Und dafür haben wir hier einmal die Rechnung. Diese Folge wird ein Ticken mathematischer, aber es geht mir nicht darum, das wirklich durchzurechnen, sondern einfach nur zu präsentieren, welche Werte da drin sind. Also die neue Moral hängt zusammen mit der alten Moral, wie wir sehen, der Stärke einer Einheit, also den Lebenspunkten und dem Versorgungswert. Und was wir hieran sehen, die alte Moral, dass die immer noch mit reinzählt, führt unter anderem dazu, dass Einheiten eben, wenn sie schwere Schäden erlitten haben, zum Beispiel die Stärke nahe Null war, die Versorgung schlecht war, und er sie dann in ein gut versorgtes Gebiet bringt und die sofort verstärkt, dann ist die Moral in der nächsten Runde sofort noch nicht auf Top-Niveau, weil die alte Moral, wenn die niedrig war, eben immer noch reinzählt. Daher ist dann auch immer der Hinweis in den Handbüchern, wenn Einheiten verstärkt wurden, gebt ihnen am besten ein, zwei Runden Pause, dann ist die Moral wirklich erst möglichst hoch. Das ist hier jedenfalls erstmal die grundsätzliche Berechnung und dann schauen wir mal, wie das noch weiter modifiziert wird. Was wir hier im Spiel jetzt wieder sehen, ist nämlich zum Beispiel die nationale Moral. Jedes große Land hat da einen eigenen Wert, der hier einmal in Punkten angegeben ist, aber dann auch in Prozente umgerechnet wird. Dieser Wert gibt einfach an, sozusagen, wie sehr eure Nation gerade den Krieg sieht, wie sehr sie noch motiviert ist, weiterzumachen oder ob sie nicht doch lieber kapitulieren möchte. Prinzipiell wird der Wert besser, wenn ihr viel erobert, feindliche Einheiten schlagt und er wird natürlich schlecht, wenn ihr den Krieg eher verliert und hohe Verluste habt. Besonders wichtig sind natürlich nochmal diese nationalen Moralziele, eben um die gegnerische Moral zu kippen. Wenn ihr solche Städte einnimmt, hat das nochmal einen besonders großen Effekt. Wie genau wirkt sich die nationale Moral jetzt auf die einzelne Moral der Einheiten aus? Dazu wieder eine kleine Tabelle. Wenn wir nämlich die Moral zu einer neuen Runde dann berechnet haben mit der Formel gerade, wird die nochmal modifiziert hier mit der nationalen Moral und wir sehen, die hat vier verschiedene Veränderungsstufen. Bei 100% nationaler Moral passiert so weiter nichts, aber zum Beispiel, wenn die Moral kippt. Wenn wir weniger als 95% haben, wird unsere Moral nur noch mit quasi mal 95% berechnet. Das heißt, wir verlieren ein bisschen was. Und wenn zum Beispiel die Moral ganz schlecht ist und unter 40% nationale Moral fällt, wird unsere Moral am Ende nochmal mit 0,85 berechnet. Da sind also schon spürbare Verluste. Auf der anderen Seite, wenn der Krieg als richtig gut laufend wahrgenommen wird, kann unsere Moral sogar nochmal geboostet werden von der nationalen Moral. Was die Moral dann noch zusätzlich modifizieren kann, sind Forschung. In diesem Fall die automatischen Forschungen, die hier auf der rechten Seite sind. Und zum Beispiel hier der Infanteriekrieg, er steht unten. Jede neue Stufe erhöht die Einheitenmoral von allen Infanterie- und Kavallerieeinheiten außer Partisanen um 10%. Das ist, denke ich, recht einfach und verständlich.
Der Panzerkrieg hilft dann zum Beispiel der Panzermoral um 10%. Luftkrieg hilft Lufteinheiten. Und wie auch immer, die Erklärungen sind hier immer im Kleintext dabei, wem jetzt sie sehr bei der Moral geholfen wird. Bei Strategic Command im Ersten Weltkrieg findet ihr das hier auch auf der rechten Seite, wobei man da zum Beispiel den Infanterie nicht nur einmal, sondern sogar gleich viermal erforschen kann, was natürlich in einer umso besseren Moral resultiert. Natürlich wird die Moral in dem Sinne nicht nur an den Zahlen so immer zu einer neuen Runde hin berechnet. Es gibt auch in einer Runde selbst Effekte, die dazu führen, dass die Moral neu berechnet wird und auch die Kampfbereitschaft, die, wir sehen es gleich noch, an der Moral dranhängt. Wir können nämlich zum Beispiel mit unseren Einheiten einen Gewaltmarsch machen, einfach durch Doppelklick, sofern alle Bedingungen erfüllt sind, aber das ist eine andere Geschichte. Wir gehen davon aus, dass das klappt. Wir sehen eine Moral von 102%. Und hier ist schon der Hinweis, das kostet Moral, ziemlich viel Moral, der Gewaltmarsch, und wir sehen nur noch 60% Moral. Ich denke, das Prinzip hat man verstanden. 99 Moral fällt auf 48 Moral. Die Kampfbereitschaft sinkt eben ebenso weiter mit. Außerdem, wenn wir Einheiten durchtauschen, wir haben hier gerade eine Moral von 87%, fällt die Moral auch ein Stück weiter. Nicht ganz so stark wie beim Gewaltmarsch, aber nun doch spürbar, würde ich sagen. Das Durchtauschen hat natürlich seine eigenen Vorteile, aber die sind in diesem Tutorial gerade nicht ganz so wichtig. Was natürlich auch die Moral senkt, sind Kämpfe. Da gibt es nämlich zum Beispiel, was wir sehen, bei den allermeisten Einheiten einen Demoralisierungswert. Das heißt, wenn man angreift, verliert der Gegner Moral. Der Demoralisierungswert ist allerdings auch, sagen wir mal, nur eine Annäherungshilfe. Denn tatsächlich 10 Demoralisierungsschaden wird man mit einer Armee eigentlich nie machen. Wie genau das jetzt eigentlich berechnet wird, da es wird im Handbuch leider nicht näher erläutert, aber sagen wir einfach, eine Armee macht ein bisschen Demoralisierungsschaden. Unser mittlerer Bomber mit vollen Erdkampfwaffen macht mit 80 sehr, sehr viel Demoralisierungsschaden. Dementsprechend wird die Moral auch direkt angepasst. Wir können hier mal einen Angriff führen. Sagen wir mal auf dieses Chor. Das hat gerade eine Moral von 80. Und ist jetzt auf 72 gefallen. Soweit dazu. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. So, wir haben natürlich jetzt hier unsere Moral. Aber in der Kampfberechnung nachher wird dann die Bereitschaft verwendet. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man von einem Wert zum anderen? Bevor es wieder in die Mathematik geht, bleiben wir noch einen Moment im Spiel, um uns HQs anzuschauen. Die sind nämlich ganz entscheidend für die Bereitschaft. Und wir haben hier erstmal zwei Werte, die wichtig sind. Den Befehlshaberwert, gekoppelt mit der Stärke, und die Erfahrung. Erstmal der Befehlshaberwert, da hat jedes HQ einen festen Wert. Der hier hat zum Beispiel 7. Wir haben hier oben auch einen mit 6, 8, 10. Da müsst ihr einfach schauen beim Kaufen, wie viel Wert das HQ hat. Und oh Wunder, natürlich ein HQ mit einem höheren Wert, hier mit 6, ist natürlich auch teurer als ein HQ mit einem niedrigeren Wert, aber ein höherer Wert bringt dann eben auch mehr Kampfbereitschaft. Der Wert kann normalerweise noch durch Forschung verändert werden. Es gibt hier die Befehlskontrolle, wo eben unter anderem steht, dass die Stufe von Befehlshabern um 1 erhöht wird, kann man hier zweimal erforschen. Bei Strategic Command Ersten Weltkrieg heißt es Führung und Kontrolle und kann man da sogar viermal erforschen. Bringt natürlich noch weitere Effekte, aber hier ist erstmal die Erhöhung des Befehlshaberwertes entscheidend. Dann die Stärke ist insofern wichtig, denn der Befehlshaberwert ist daran gekoppelt. Das heißt, wenn unser HQ Schaden erleidet, können wir auch nur weniger Befehlshaberwert austeilen an unsere Einheiten. Das zweite wichtige ist dann noch die Erfahrung bei HQs. In klassischen Spielen kann die von 0 bis 3 betragen. Und Erfahrung erhält man, wenn die Einheiten, die einem HQ unterstellt sind, hier gerade grün unterlegt, eben viel Schaden an Gegnern machen. Und man verliert Erfahrung, wenn diese Einheiten viel einstecken müssen. Das heißt, um Erfahrung aufzubauen, sollten die Einheiten unter einem HQ möglichst gut kämpfen.
Das jetzt schon mal als Hintergrund, dann gehen wir jetzt wieder in die Mathematik rein, wie aus Moral Kampfbereitschaft wird. So, wir haben hier mal wieder eine schöne Folie und weiter, ich will jetzt nicht unbedingt Mathe durchgehen, Punkt, Vorstrich, Klammer und so weiter. Nein, ich möchte einfach ein bisschen zeigen, wo jetzt so welcher Wert drin ist. Die Berechnung der Kampfbereitschaft und wir gehen das jetzt mal durch. Nehmen wir mal an, eine Einheit wird nicht von einem HQ kommandiert. Dann zählen einfach die Stärke, also die Lebenspunkte durch 2 plus die Moral durch 10. Das wird nochmal halbiert und dann mit 10 multipliziert. Das heißt einfach, ohne HQ zählen dann nur Stärke und Moral. Wir haben schon festgestellt, dass für die Berechnung der Moral auch die Stärke zählt. Das heißt, eine Einheit mit geringer Stärke hat weniger Moral. Und wir sehen die Moral ja hier. Und dann aber trotzdem auch nochmal direkt weniger Kampfbereitschaft. Seht also möglichst zu, dass eine Einheiten immer bei voller Stärke sind. Das Spannende ist jetzt natürlich, wie verändert sich die Rechnung, wenn ein HQ mit dran ist. Dann haben wir hier die Stärke plus den Befehlshaberwert. Den hatte ja jedes HQ fest und den kann man mit Technologien noch verändern. Geteilt durch 2 plus dann die Moral durch 10 und da kommt dann noch die HQ-Erfahrung mit drauf und das dann auch wieder durch 2 mal 10. Ich will sagen, ein HQ zu haben, bringt nur Vorteile und boostet euren Wert nochmal drastisch. Dazu habe ich mal ein kleines Beispiel. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ich meine, falls ihr euch mit Mathe ein wenig auskennt, könnt ihr auch nochmal nachrechnen und kurz auf Pause drücken. Aber ansonsten, Stärke 10, Moral 80%, Befehlshaberwert 6 und HQ-Erfahrung, also vom Befehlshaber gleich 2. Dann haben wir oben ohne das HQ nach dieser Rechnung 65% Kampfbereitschaft, mit dem HQ 90%. Das heißt, das HQ gibt uns einfach mal 25% mehr Kampfbereitschaft und wie wir im dritten Video dieser Reihe sehen werden, ist das einfach schon mal sehr, sehr mächtig. So, und mit dieser schönen Rechnung sind wir dann auch am Ende dieses Tutorials. Ich sag mal, Schiffe sind wieder ein bisschen ausgeklammert, die funktionieren ähnlich, haben aber nochmal leicht eigene Regeln. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu einzelnen Werten oder Anregungen, Kommentare, eine Sache, die ich vielleicht falsch angewandt oder nicht erwähnt habe, es ist wirklich komplex, dann schreibt das gerne und ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen, ein bisschen weitergeholfen, wie das so berechnet wird und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wo dann sozusagen die ganze Theorie wirklich umgewandelt wird in die Praxis, wie viel Schaden Angriff und Verteidiger erleiden. Also bis dann.